Hallo, ihr süßen Mäuse. Ich bin Silvi, eure Crazy Cat Lady vom Dienst. Und heute, ja, schauen wir uns die Folge 5 von Prince Charming an und werden sie wie immer und gewohnt analysieren. Und ich kann euch jetzt schon verraten, dass das heute, glaube ich, bis jetzt zumindest meine Lieblingsfolge aus der aktuellen Staffel ist. Ihr dürft natürlich wie immer diesen Kanal abonnieren, darüber freue ich mich sehr. Und es kommen jetzt auch bald noch andere Videos on top. Ihr könnt euch also freuen. Und wenn ihr eine komplette Folge von Prince Charming nachschauen möchtet, in kompletter Länge, dann gibt es wie immer auch in der Infobox den Link zu TV Now. Und wir starten jetzt. Freust du dich, Milo? Well, I guess that's a no. Es war der emotionalste Moment in meinem Leben. Ich habe ganz okay geschlafen, weil ich, glaube ich, auch einfach fertig war. Ich habe immer noch so ein Gefühl von Vermissen in mir. Ja, der vermisst den Felix, ne? Gerade heute Morgen. Müsste ich wirklich um die Krawatte bringen. Alles klar. Nein. Ich sag ja, die sollten sich mal außerhalb treffen. Ich lasse das jetzt alles auf mich zukommen und schau dir mal, wie meine Gefühle sind. Was hätten wir für Szenen gesehen, wenn Felix drin geblieben wäre? Aber ich glaube, der Prinz hat's geahnt. Gefühlt hat er's. Aus diesem Puff hier will ich auch mal raus. Schnacken wir nicht lange, kommen wir direkt zum Gruppendate. Hallo Gentlemen, heute ist es viel zu heiß, um die Klamotten anzubehalten. Diese Gelegenheit werde ich nutzen und eure Astralkörper einmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Oh Gott. Das klingt ja vielversprechend. Ich freue mich auf Arnes stramme Schenkel. Hey. Ich denke, wir werden alle heute, ja, knapp bekleidet sein. Bons stählerne Brust. Mm. Yay. Manfreds starke Schultern. Und Kevins knackigen Po. Ich muss da jetzt ehrlich mit euch sein. Wenn man das bei der Princess Charming Staffel auch so gehandhabt hätte und die Frauen da so auf ihre Äußerlichkeiten reduziert hätte, was in dem Fall wirklich auch so ein bisschen gemacht wird, dann wäre das, glaube ich, nicht so gut angekommen. Ich finde, vom Niveau her ist man dann schon wieder bei, Love Island oder so. Und das ist nicht das Reality-TV-Niveau, was ich hier sehe tatsächlich. Und das finde ich super schade, weil das ja auch tatsächlich ein Problem ist der Gay-Szene, dass die schwulen Männer dort ganz oft einfach so krass auf ihre Äußerlichkeiten reduziert werden, wird heute auch noch Thema sein. Das Problem ist, dass die Sendung an sich das genauso reproduziert. Und das ist super schade so, weil, ey, was wäre der Aufschrei groß gewesen, wenn das die Princess gemacht hätte und gesagt hätte, so, und Lou mit ihrem tollen Po und bla. Ich meine, das sind schöne Komplimente, aber im Prinzip, aber das hat schon leichtes Geschmäckle, wenn man überwiegend diese Menschen, die dort teilnehmen, auf ihre Äußerlichkeiten reduziert. Ich habe die Jungs heute eingeladen und wir werden uns von einem Karikaturisten zeichnen lassen, so wie Gott uns schuf. Das war doch Finaldate bei Princess. Guck mal, hier ist das so ein Gruppendate. Da sieht man so die Budgetierung der Produktion. Hier ist mehr da. Die machen das als Gruppendate. Und zwar wird es heute so sein, dass der liebe Enrico uns zeichnen wird. Oh, oh. Nice. Wie Gott uns schuf. Oh. Was? Kevin so, was? Oh, nee. Ich hätte ja auch so gar keinen Bock da drauf. Was ist das für ein Date? Genau, und wir haben halt verschiedene Utensilien, um uns zu bedecken. Und unsere Scham zu bedecken, ja. Machen wir. Auf geht's. Kennt ihr diese Menschen, die so beim ersten Mal schon fragen, beim ersten Date wollen wir in die Sauna gehen? So ein bisschen hattest du was davon, finde ich. War schön nackt anzusehen. Er war schön, hat einen schönen Schwanz. Manfred! An Manfred finde ich wirklich toll, dass es ihm einfach so scheißegal ist, dass er jetzt gerade vor der Kamera sitzt. Er sagt es einfach. Er haut es raus, ohne drüber nachzudenken. Das macht ihn, finde ich, zu einem ungefilterten Menschen. Zumindest würde ich das so einschätzen. Und das finde ich eigentlich richtig toll. Aber das kannst du doch nicht im Fernsehen sagen, Manfred! Das ist die innere Mutter in mir, Leute. Ich würde sagen, ordentliche Größe. Ich würde mich ja gar nicht trauen, da drauf zu gucken. Ich meine, Leute, das ist so ein Gruppendate und dann so, Und ich denke, wenn der einmal geweckt wird, dann
ja, ist der auch nochmal eine ganz andere Nummer. Oh, hol ich jetzt gleich mal mein Augenmaß raus. Ich muss jetzt leider nochmal sagen, aber stellt euch vor, das hätten die bei Princess Charming gemacht. Und dann wären die so nackt gewesen und alle hätten dann so Kommentare über die Brustgröße von der Princess abgegeben. You know what I mean? Wenigstens die Hälfte. Okay. Ich finde es halt schön, dass er so ein großer, breiter Mann ist. Das ist schon eine Erscheinung, ja. Doch. Das ist toll, dass Arne eben nicht über das Glied des Prinzen redet im Fernsehen. Das finde ich lobenswert auf alle Fälle. Das ist aber eine richtig krasse Idee, ne? Ja. Meine Güte, hat man nicht alle Tage. Ist so. Übersetzt heißt das, ich finde dieses Date eigentlich richtig scheiße und ich kann's verstehen. Hast du schon mal jemanden Akt gezeichnet? Nee, aber ich würde gerne mal. Ich glaube, ich habe die nicht so gute Pote erwischt hier unten. Irgendwie so ein bisschen da musst du jetzt mit deinem Popcorn. Ich musste übrigens sehr viel rausschneiden, weil man in der Folge tatsächlich bei manchen alles sieht. Also wirklich alles. Das ist auf YouTube auf alle Fälle nicht monetarisierungswürdig. Just saying, falls ihr diese Folge nochmal komplett anschauen wollt. Du bist auch mit jeder Zelle deines Körpers ja, im zufrieden. Reinen. Ne? Ja. Das ist gut. Ich auch richtig. Ich glaube, wenn man sagt, man liebt sich selber, kann man auch jemand anderen lieben. Ja. Ja, das ist so eine Phrase, die stimmt nicht so zu 100%. Das würde ja bedeuten, dass Menschen, die an seelischen Krankheiten leiden, andere Menschen nicht lieben können, weil sie sich selber irgendwie nicht lieben in dem Fall, weil es oft ja was mit Selbstwert und so weiter zu tun hat. Und das ist natürlich nicht richtig. Das ist eine sehr plausible Erklärung. Ich weiß, was Manfred meint. Ich wollte es nur hier nochmal sagen. Nicht, dass Leute hier davor sitzen und denken, ja, ich liebe mich aber eigentlich nicht selber, also kann ich jemand anders nicht lieben. Doch, kann man. Also, keine Sorge. Letzten Endes kann man Manfred, glaube ich, nur beneiden für dieses Selbstbewusstsein und Wohlbefinden in seinem Körper. Absolut. Jemand einfach so rein ist mit seinem Körper oder mit seinem Aussehen und generell mit seiner Persönlichkeit, das ist, macht einfach attraktiv. Wie ist bei euch so, Nacktheit? Also zu Hause ja, vor meinen Eltern auch, vor meiner Schwester, vor Freunden, aber jetzt so vor Fremden. Da hab ich dann fremd so ein bisschen, oder was? Nee, das, wir kennen uns ja noch nicht so lange. Da habe ich schon so ein bisschen so einen Charme. Naja, und man muss ja auch bedenken, da steht ein Kamerateam davor. Also es sind ja nicht nur die Teilnehmer und der Prinz, die da sind, sondern das ist halt einfach ein komplettes Team, was da noch dabei ist. Also ich fände es auch hardcore unangenehm, muss ich sagen. Und dann weiß man ja auch, dass das Menschen sehen. So, draußen. Kriege ich gerne mit Moritz. Oh, ja, ja, ja. Oh. Na nu, da kam jemand früh. Das ist keine Schande. Ist es auch nicht. Lieber ein bisschen zu früh als viel, viel zu spät. Mhm. Ja, da macht es auch keinen Spaß mehr. Also ich kann das eigentlich recht fix, aber mein Ex-Freund, der ist so richtig schnell gekommen. Und das, letztendlich lag das nicht aber daran, was dass er jemand, richtig schnell? Wenn der zum Beispiel aktiv war bei Manasik, dann hat es 2 Minuten gedauert oder so. Der war super empfindlich und hat zwischendurch auch immer ganz oft, wenn man dem irgendwie hat gesagt, ob man aufhören kann. Gerade als Mann hat man oft den Druck, man muss zu jeder Zeit können, man muss immer performen können. Und ich glaube, das ist einfach absoluter Bullshit. Ich glaube, der Robin ist sehr, sehr wichtig in diesem Format, um einfach in jeder Folge ein gutes Thema aufzugreifen, wofür wir Aufklärung benötigen. Und das ist ein wichtiges Thema. Männlich gelesene Personen haben oftmals die Vorstellung oder auch den Druck, dass sie performen müssen. Das ist tatsächlich ein Problem, weil natürlich ist es dann schwieriger, diesen ganzen Akt zu genießen. Und ich glaube, dass viele sich da auch ganz doll Druck machen und dann entstehen halt auch so kleine Problemchen dabei. Ich hatte was mit einem Typen, der meinte, also der ist auch beim Sex nie gekommen, also auch wenn er aktiv war, und meinte, er kann nur einen Orgasmus kriegen, wenn er so eine Stunde bis anderthalb konzentriert masturbiert, ohne Ablenkung am Stück. Das klingt anstrengend. Nur dann. Und da hat er auch dann nicht wirklich viel Freude am Sex, was halt für ihn dann richtige Arbeit. Mhm. Was ist eigentlich aus der Karikatur geworden? 3. Oh. Das ist so ein Bild, was man sich auf alle Fälle nicht an die Wand hängen würde. Irgendjemand in dieser Redaktion ist riesengroßer Fan von Karikaturen. I guess. Hast du ja richtig Mann, da unten. Mann, ich finde, das Bild ist sehr schön geworden. Ich finde es schade, dass nur mein Kopf unten drauf ist. Ja, Manfreds Körper wurde halt einfach nicht gezeichnet, ne? Scheiße. Ja, der hängt da so unten, ne, am Rand. Das ist schon ein bisschen scheiße, ja. Und
Vielen Dank. Cheers. Cheers. Ja, jetzt muss man sich das Bild auf alle Fälle erstmal schön saufen, würde ich sagen. Magst du Sperma? Kommen wir zu den wichtigen Fragen, ne? Das ist eine Icebreaker-Frage, würde ich sagen. Wenn man so ein bisschen Schwung auf die Party bringen will, droppt man die einfach mal. So auf der Weihnachtsfeier dann demnächst, ne? Und du siehst schon so, wie der Tante der Sekt im Halse stecken bleibt. Das ist eine sehr lustige Vorstellung. Alle schwarz. Muss ich kurz schlucken. Ja, im wahrsten Sinne. Also ich finde, Sperma ist, nee. Ja, wenn das jetzt so ein Geschmack wäre, der jetzt so kommerziell ankommen würde, würde man wahrscheinlich auch mittlerweile schon irgendwie Sperma-Limonade oder Bonbons verkaufen. Deswegen, ich belasse es hierbei erstmal hier mit den Aussagen. Aber was tönt dich denn so richtig an? Wo gehst du so richtig drauf ab? Wo lässt du dich richtig fallen, so richtig gehen? Eher romantischer und soft oder eher so ein bisschen mittelhart? Ja, nicht so Blümchensex, finde ich ganz widerlich. Das darf halt auch, ich mag das, wenn das gerne, also wenn das in so einem kleinen Machtspiel auch ausartet. Oh, sehr gut. Also es ist dann wirklich so, dass ich sage, nee, heute nicht. Mhm. Heute bist du mit dem Gesicht im Kissen. Also das ist dann, ja. Es ist übrigens wieder Zeit für ein Einzeldate und ihr habt es sicherlich schon geahnt, also ich habe es mir gedacht, es wird. Ich würde gerne mit Arne noch ein Einzeldate wahrnehmen. Das löst nicht so gute Gefühle bei Kevin aus. Mir geht's beschissen nach dem Date, weil ich dachte, ich habe wirklich viel getan, ich habe viel von mir preisgegeben, ich habe wirklich versucht, den Fokus zu suchen. Das ist so eine Frage des Interesses, ne? Ich kann Kevins Frustration da auf alle Fälle sehr verstehen. Aber ich glaube, wenn eine Person einen interessant findet, dann muss man sich gar nicht doll anstrengen. Dann ist es einfach so. Wir haben uns auch alle zusammen umgezogen. Also ich habe alle Schwänze gesehen, auch den von Kim und so, ganz schön und so. Und dann mussten wir halt... Sag mal, Details, der ist nicht nur ganz schön. Ja, es ist so... Ja, da noch so den halben Mund voll und will es so wissen. Ich fühle es sehr, weil es wird in meinem privaten Freundeskreis wird es genauso laufen, nur. Normaler Penis, einfach ganz normal. Unbeschnitten, also nicht beschnitten. Mit Vorhaut, das ist alles gut. Alles ich war auch so. Ja. Wie genau haben die denn bitte in dieser kurzen Zeit da hingeguckt? Oder haben wir so Szenen nicht gesehen, wo der so permanent nackt war? Das frage ich mich gerade. Wie schnell haben die das gescannt? Ich meine, du kannst ja auch nicht einfach draufstarren. Das wäre ja auch mega unhöflich. Ja, Thomas bringt es auf den Punkt, ne? Eigentlich muss ich sagen, ich habe am meisten gesprochen. Ich habe alles gegeben. Aber ich bin einfach nicht so. Kevin ist sauer, Leute. Richtig sauer ist er. Dass ich direkt in die Föllen gehe. Ich mach das. Ich möchte das auch nicht. Das ist ja auch schlecht, weil ich einfach zu gut. Nein, ich bin einfach viel zu gut erzogen. Das ist einfach viel zu frivol. Ja, nein, dann denke ich auch. Was soll ich denn noch machen? Ich weiß auch nicht, was ich noch machen sollte. Nein, aber ganz ehrlich, was soll ich denn noch machen? Soll ich ihm einen blasen direkt? Nein. Wow. Nein, was mache ich? Ich bin nicht so eine Hure. Entschuldigen Sie bitte, wir beleidigen niemanden als Hure, der schnell sexuell aktiv wird. Nein. Kevin ist einfach wütend gerade. Er ist richtig wütend. Ich liebe Kevin. Ich liebe Kevin. Ja, und was hat jetzt Arne anders gemacht? Weiß ich nicht. Arne hat ihm einen geblasen. Natürlich bin ich sauer darüber, dass Arne das Einzelheld bekommen hat. Ich wäre aber über jeden sauer gewesen, der das Einzelheld bekommen hat. Ich bin einfach sauer, weil ich es nicht bekommen habe, deswegen. Ne? Dann soll er doch sagen, ich stehe auf Ehre schweigende Typen, hat man ja bei Maurice gesehen und da bist du halt drin. Maurice, was hab ich da jetzt mit zu tun? Wow, keine. Jetzt gibt's richtig Rambazamba heute, Leute. Puh. Ne, sorry, aber dass ich jetzt sagen würde, ist so, ist ja, ne? Alles gut. Ja, ich bin einer der Stillen, aber die Momente, die ich da mit ihm habe, die sind halt einfach tief. Es gibt jetzt Leute, die sind halt in einer guten Position. Ja. Die müssen jetzt, die können sich ein bisschen zurücklehnen. Ja. Aber alle anderen, die jetzt noch nicht mit ihm rumgemacht haben und auf ein Einzeldate waren, die sind halt am Arsch. Aber was soll das denn? Was soll ich denn noch machen? Was soll ich noch, was sollen wir noch machen? Loslassen. Einfach loslassen. Das klingt wie so ein Guru, aber wirklich. Einfach loslassen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Wie viel willst du bitte noch über dich ergehen lassen? Das ist die Frage. Ich gönn's natürlich jedem. Aber außer Arne. Ja, die habe ich auch nicht gegönnt mit einer grünen Krawatte. Das war ein Träumchen, das war... Thomas, meinst du, der Arne kommt wirklich wieder? Morgen weiß ich nicht. Also jetzt zwei Übernachtungsdays in Folge, sorry. Das wäre ein bisschen sehr... Ich glaube nicht, dass du... Moment, doch. Ja, dann ist er halt der Gewinner. Arne fügt sich jetzt in den Sonnenuntergang.
ist das bitte schön für eine Folge heute? Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Was mich immer noch mal so interessiert hat, ist, wie waren eigentlich so deine Ex-Beziehungen? Ich meine, ich weiß, da redet man nicht so gerne. Krass, das wollte ich dich auch fragen. Aber es ist ja doch irgendwie interessant, weil man da ja vielleicht ja auch viel dran erkennen kann. So. Die letzte? Mhm. Eine reine Katastrophe. Okay. Da ging es Walter Diepolde, der ist dann auch bei mir eingezogen. Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass er noch verheiratet ist. Und mit einem Mann. Und ja, dann ging das so hin und her. Ich habe ihn darauf angesprochen, weil er meinte dann so, ja, er will mal reden. Und dann habe ich gesagt, wieso willst du mir sagen, dass du verheiratet bist? Weil mein Bauchgefühl sagte schon, irgendwas Ehrlich passt jetzt? Da nicht. Und dann habe ich so ein bisschen Nachforschung angestellt. Und dann... Krass, ein Hochstapler. Das tut mir sehr leid. Die Geschichte mit meinem Ex-Freund hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich mich nie wieder so verarschen lasse und dass ich mich auf jeden Fall mehr auf mein Bauchgefühl auch konzentriere. Ich hatte zwei Beziehungen. Mhm. Eine, die erste, die lief so 9 Monate, das war ein Engländer. Mhm. Und dann haben wir uns aber in England getrennt und ich bin trotzdem noch da geblieben. Und das Kuriose an der Sache war, dass ich mit bei seiner Mutter gewohnt habe. Und nachdem wir uns getrennt haben, bin ich nicht ausgezogen. Sondern wir haben immer noch unter einem Dach gewohnt. Und das noch Kuriosere an dieser ganzen Sache ist... Ihr seid jetzt beste Freunde. Nee, das nicht. dass er dann wieder einen neuen Freund hatte. Und ich habe immer noch da gewohnt. Okay, du bist hart im Leben. Wollte ich gerade sagen, krass. Ja, das war also... Danach, die Beziehung ging 8 Jahre. Ja, das war natürlich eine sehr prägende Zeit. Aber wir haben immer noch Kontakt. Hast du ein Problem mit? Nee. Ich finde tatsächlich, Arne ist so sehr ruhig, aber ich sehe da auch so eine, weiß ich nicht, so eine kleine Distanz immer bei ihm gegenüber dem Prinzen. Er guckt ihn auch nicht so oft an. Also auch im Gespräch ist er so, finde ich, ein bisschen distanziert. Und naja, er hat ja auch gesagt, er ist mit Vermissungsgefühlen aufgewacht. Vielleicht, ja. Ist das einfach nix, ne? In der Villa sind die Männer tatsächlich sehr kreativ und denken sich eine eigene Fashion-Show aus. Ich find's eigentlich witzig, wenn wir Sachen aus dem Haus nehmen. Nur irgendwie Handtücher, Bettlaken, Kissen, Decken. Und dann machen wir eine kleine Fashion-Show und schauen, wer hat den besten Walk und wer kann am besten zeigen, was in ihm steckt. Eine Kategorie ist Crazy Couture. Okay, so das richtig heißt, over the top. Ja, ja so geil. Richtig crazy, ja. Und die andere ist Eleganz, Armut genau. Oder so. Ja. Irgendwas Eleganteres. Das perfekte Model muss einfach alles tragen können. Egal, was man im Haus findet, es muss es tragen dürfen. Manfred ist echt ein lebendes Meme, finde ich. Eine richtige Mut. Wo ist die Mülltüte hin, die hier lag? Ihr Schweine, ihr. Griechisch inspiriert, wir sind hier auf Kreta. Max sah aus wie so eine billige Stahlnutte. Wie eine nuttige Kuhtrainerin sah der aus. Ich finde wirklich, Kevin ist wieder, keine Ahnung, verlorene Neffe von Desiree Nick. Fashion Show sind wir heute die Jury, weil wir langjährige Erfahrung mitbringen und Fashion bewerten können. Ja, da bin ich aber mal gespannt, Leute. Ich habe noch eine kleine Überraschung. Oh, okay. Ja, aber vorher geht's noch mal zum Date, ne? Okay. Es gibt noch eine weitere Location. Okay. Dafür müssen wir uns aber bewegen. Ja, das ist kein Problem, das kann ich. Ja, gut. Oh, voll romantisch. Oh my goodness. Mega, danke. Der Kuss gestern. Ja. Zu viel? Zu früh? Zu schnell? Nö. Unerwartet? Warum wolltest du mit mir reden? Wollte ich auch immer. Oh. Unerwartet schon. Mhm. Aber, Oh, auch mit dem Feuer da hinten dran, ne? Toll. Ich wusste dann halt, woran ich bin, so, ne? Also du hast so diese Hürde so überschritten irgendwie. Aber nicht schlimm, aber unerwartet. Okay. Das sind dann nämlich die Momente, wo ich mir dann Gedanken darüber mache. Was du gerade getan hast? Was ich da getan habe. Was habe ich getan? Hat mir einfach nochmal gezeigt, dass er vielleicht entweder sehr, sehr schüchtern ist oder emotional halt einfach noch nicht so weit. Ich glaube irgendwie eher zweiteres tatsächlich. Ich fühle das nicht so richtig. Also ich finde, die zwei sehen so super gut zusammen aus. Und ich glaube auch, dass der Prinz den Arne toll findet. Aber ich habe das Gefühl, der Arne ist nicht so into it. Also ich hätte es noch nicht getan. Das wäre nämlich, glaube ich, auch so die nächste Frage gewesen. Ja, nee. Initiative, ja, nein, vielleicht. Nee, noch nicht. Irgendwie, ich dachte, glaube irgendwie,
Okay. Ich wäre noch nicht so weit gewesen. Okay. Es war ein schöner Kuss, aber ich hatte jetzt keinen auf einmal so einen inneren Orgasmus oder so dabei, ne? Das nicht, nee. Leute, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Okay, das hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich finde Arne, oh Gott, bitte bin ich nicht die Einzige, die das jetzt sieht, sieht irgendwie ein bisschen aus wie der Sohn, dass ich das immer so die Verwandtschaften so erfinde, aber er sieht ein bisschen aus wie der Sohn von Olaf Scholz oder so verwandt, so weit verwandt, irgendwie verwandt. Die haben irgendeine Ähnlichkeit, als hätten die eine Verwandtschaft. Scheißegal wie, geht wählen am 26. September. So, jetzt habe ich das ja auch gesagt mal. Schweigen. Oh Mann. Ich spreche jetzt nicht von freundschaftlichen Gefühlen, weil die habe ich wirklich für ihn. Aber ich weiß nicht genau, wie ich es schaffe, über diese Freundschaftsschiene hinwegzukommen. Ich muss sagen, das Date ist auch so ein bisschen öde, ne? Wir schalten mal rüber zur Fashion Show. Fashion Show. Kreativ. Wow, also, gut ist das jetzt. Wow, gut. Frech. 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 Natürlich, kann alles tragen. Klar, ich passe auch überall rein. Selbstbewusst ist der Kevin. Wow, der Hut. Sehr kreativ mit dem Hut, muss ich sagen, Jan. Das ist eine schöne Idee gewesen. Mit den Kleiderstangen und so. Das ist ein Look. Ich habe Papagena dabei. Das ist ein Vogel, würde ich sagen. Ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Ich finde, Labels, das gehört einfach nicht hierher. Robin schafft es halt sogar, irgendwie dark classy auszusehen. Wow. Max' Outfit war großartig. Also ich bezweifle, wie man anders einen schwedischen Möbelhersteller so schön in Szene setzen kann. Ich finde auch, dass es sehr kreativ war. Ich hätte es fast gar nicht erkannt, dass es Möbelstücke sind. Das hätte auch einfach auf der Fashion Week so sein können, ne? Gleich zu den anderen was ganz anderes. Wow, gute Pose, oder? Und wie war es jetzt, liebe Jury? Mega. Das Outfit von allen ist so schön. Wir haben natürlich lange hin und her überlegt, sind aber zu dem im Schluss gekommen, dass wir eine Gruppenbewertung abgeben und ihr alle gemeinsam eine 10 bekommt. 10 Punkte bekommt. Das ist immer so, wenn man keinen verletzen will, dann gewinnen alle. Ist okay. Ich finde Wettbewerb eh scheiße. Der Prinz versucht derweil das Date zu retten. Rübergehen. Ja, können wir gerne machen. Es war einfach nur so eine Up-and-Down-Stimmung. Jetzt auch nicht Tiefpunkt, aber so richtig Date-Vibe kam da jetzt nicht auf. Wobei ich schon dieses Anfassen und so als Date-Vibe bezeichnen würde, aber wenn die es beide nicht fühlen, das ist total krass, dass dann trotzdem diese Interaktion passieren und aber trotzdem beide das nicht fühlen. Wahrscheinlich wollten es beide kreieren, aber es hat irgendwie nicht so richtig geklappt. So ist besser. Ich hatte das Gefühl, so wir beide haben immer überlegt, okay, was machen wir jetzt als nächstes? Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter oder nicht? Fühlst du dich wohl? Mhm. Gut. Mhm. Guck mal, ne? Jetzt fragt der Arne schon, fühlst du dich wohl? Aber so richtig, also ja, vielleicht hat er sich ja wohl gefühlt, aber so richtig on point war es ja nicht. Und ich glaube halt, auch wenn ich das selber nicht immer mache, weil man dann doch irgendwie Angst vor der Konfrontation oder dem Konflikt hat, aber eigentlich hätte man in dem Moment sagen können, I don't know, vielleicht für unsere Dates oder so in Zukunft, nee, irgendwie nicht. Und dann hätte man drüber geredet und vielleicht wäre dann so eine Annäherung entstanden und dann hätte sich das aufgelöst. Weil ganz oft ist es ja so, dass wir dann keine Konflikte ansprechen wollen und dann ist da dieses Unausgesprochene und man weiß es nicht so richtig und dann macht das jeder für sich aus. Dabei ist es einfach nur ein Kommunikationsproblem, wobei man sagen muss, okay, in dem Fall ist es wahrscheinlich nicht so, weil Arne einfach, naja, mit dem Kopf bei einem anderen Typen ist, der gestern gegangen ist, ne? Es war nett, es war irgendwie schön, aber es war, außer das Knistern vom Feuer hinter uns, hat nicht so viel geknistert. Ich hatte einen sehr schönen Abend mit dir. Das freut mich, ich hatte auch einen sehr schönen Abend. Okay, das freut mich auch. Sehr entspannt. Ja. Ich werde jetzt noch mal eine Nacht drüber schlafen und dann entscheide ich morgen, ob ich ihn weiter kennenlernen möchte oder nicht. Im Moment ist die Tendenz eher negativ. Call me by your name. Boah, und ich glaube halt irgendwie, ich weiß auch nicht, genau dadurch entstehen so Missverständnisse bei Dates. Ich hatte das auch schon, dass
ich oder der Gegenüber dachte, das ist ein gutes Date, weil man eben dem anderen ein gutes Gefühl vermitteln wollte, aber eigentlich dachte, nee, das ist hier eigentlich nichts. Und genau diese Situation sehen wir hier jetzt ja gerade. Zum Glück empfinden es ja beide als eigentlich nicht so dolle, aber beide geben sich gegenseitig ein gutes Gefühl, was dieses, oder versuchen das zumindest, was dieses Date betrifft. Das hätte man jetzt ja auch völlig anders interpretieren können und dann wäre man auf voll der falschen Fährte gewesen. Das ist so typisch einfach. Typisch unsere Generation irgendwie. Gerne. Gerne. Wo immer du langläufst, da laufe ich. Alles klar. Was ich aber auch gut fand, ist, das habe ich auch schon mal gesagt, und dass ich es gut finde, dass jeder, also fast jeder so auch gesagt hat, so ein bisschen, wo sind die Boundaries? So, dass du sagst, hey, du hattest eine Reise mit deinem Körper, hast 15 Kilo abgenommen und findest jetzt nicht so cool, wenn jemand sagt, das ist doch schon mockelig, also dass es nicht cool ist. Nee. Oder dass du sagst halt, ey du, ich hau auch raus, sag alles, was du willst, aber sag nichts gegen meine Mutter, dann. So, da ist die Grenze. Und das finde ich auch voll okay, weil wir dann auch einschätzen können. Und ich finde auch hier wieder, es ist einfach eine süße Truppe, ne? Also muss man wirklich sagen. Bei all den Differenzen auch mit Manfred, die da waren und so, ich finde, die sind schon cute alle. Ich finde, die Pressure ist schon krass in der Community. Inzwischen ist es mir halt nicht mehr wichtig, was auch andere Leute über mich denken. Weil ich mir denke, wer bist denn du? Du hast mir gar nichts zu sagen. Aber das ist ja ein Prozess, den jeder Mensch erstmal durchlaufen muss. Und ich war auch schon bei meiner, wo ich mal in einer Dragshow als Gast irgendwie auf der Bühne war und wir mussten irgendwie so T-Shirt ausziehen, und meinte die moderierende Queen auch zu mir, du hast aber ein schönes Gesicht, über den Rest reden wir aber lieber nicht. Also auf der Bühne vor allen Leuten und alle, wo ich mir auch dachte, du kleine. Das ist halt einfach basically Bodyshaming, ne? Und das ist so krass in general einfach auf unserer Welt oder in der Gesellschaft, aber Frauen sind dem auf alle Fälle sehr doll ausgesetzt und aber natürlich auch Männer und vor allem auch in der, ja, in der Gay-Szene total. Ist so eine schwierige Sache mit Body Image, gerade in der schwulen Community. Grundsätzlich fühle ich mich wohl in meinem Körper, aber ist natürlich, da ist noch Luft nach oben im Vergleich zu den anderen Männern. Boah, das ist voll schade, weil ich denke mir so, Max, du müsstest dich halt einfach mal, glaube ich, mit anderen Augen sehen. Auch sagen, ich merke zum Beispiel, dass ich diesem Kult total erliegen bin und dass mich das auch unterbewusst kaputt gemacht natürlich hat. Wenn ich jetzt den Kim hier sehe, wie auch hier kommt als Beachboy mit den Apps, denke ich mir, sieht der geil aus. Aber ich denke mir, so sieht ja auch nicht jeder Schwule aus. Und das Schlimme finde ich halt, wenn dann, sag ich mal, ein junger Schwuler geht das erste Mal irgendwie in der Szene feiern und überall alle Plakate, rip. Und dann sagen die ihm, wenn du nicht so aussiehst, dann bist du gar kein richtiger Mann. Wie so ein kleines Hamsterrad auf alle Fälle, in dem man steckt. Und genau deswegen fand ich auch vorhin dieses Date irgendwie so problematisch oder diese ganze Kommunikation dahin von der Produktion oder von Prince. Ich weiß nicht, ich denke mal, dass die Produktion der Redaktion da einfach sehr viel Einfluss hat und die das ja auch kreieren mit dem Prinzen zusammen wahrscheinlich. Und dass es eben ein großes Problem in der Community ist, ist eigentlich bekannt. Und wenn man so eine Sendung kreiert, dann ist es doch vielleicht besser, vor allem, wenn man sich in so einem freieren Bereich bewegt, dass man diese Klischees und Stereotypen nicht noch mehr fördert, also diese ungesunde Seite. Und deswegen finde ich es auch voll cool, dass sie das jetzt hier ansprechen. Es widerspricht sich nur innerhalb des Formats irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen so, wie wenn die Brigitte-Zeitschrift sagt, du bist gut, so wie du bist. Und auf Seite 15 findest du die 3 Top-Diäten für den Sommer. So ist das. Ich glaube, dass mit dieser krassen Oberflächlichkeit, die auch sehr auf das Aussehen reduziert, das ist ein allgemeines Problem. Aber gerade in der queeren, homosexuellen Welt ist das natürlich ein sehr großes Problem. Ich kann gar nicht so 100% sagen, woher das rührt. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass homosexuellen Männern sehr oft angedichtet wird, sie wären zu feminin, sie wären nicht das typische Bild. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele gibt, die alles daran setzen, um ihren Körper so zu stählern und so aussehen zu lassen, dass man ihnen nicht nachsagen kann, sie wären irgendwie schwächer als andere Männer. Ich glaube, mit Robin kann man so abends auf ein Gläschen Wein oder so super über die Welt philosophieren und fachsimpeln. Und ich finde, die Gedankenansätze, die er da reinbringt, sind einfach so super gut. Also ja, klingt voll plausibel und danke. Thanks for that. Ich habe jetzt keinen Sixpack, aber den brauche ich auch nicht. Weil ich denke, was sind denn wir für ein Vorbild? Da kann es Faktoren geben. Gesundheit, psychische Gesundheit, Genetik. Da sind so viele Sachen zusammenspielen, ob du das auch überhaupt kannst. Und wenn jemand zu dir sagt, wenn du keinen Sixpack hast, bist du kein richtiger Mann und kein richtiger schwuler Mann und darfst dich nicht zeigen, denke ich mir so, holla die Waldfee. Max bringt es auf den Punkt und man merkt auch, dass er sich schon sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Hast du uns was mitgebracht?
Nee, das gehört alles mir. Das ist auf jeden Fall ein Stein vom Herzen gefallen, als er reinkam. Alle sind super erleichtert, dass Arne wiederkommt, wenn die wüssten, dass das Date eigentlich so ein Fail war. Thema, komm, ja. Arne, was ist passiert? Ganze okay. Geschichte, bitte bilderbuchtechnisch. Nee, nee, nicht so wie du. Nee, so sehr muss wirklich nicht. Also, nur das, was du erzählen möchtest. Ja, voll. Zwischen den beiden. Es war ja auch dein Date und kein Kopf. Genau, richtig. Deswegen. Also es war wirklich auf so einer Klippe. Und dann war das halt so ausgerichtet, dass wir genau diesen Sonnenuntergang gucken konnten über dem Meer. Ne? Also es war schön, ne? Es war halt einfach ein romantisches Date, so, ne? Mit Sonnenuntergang. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich habe noch eine Überraschung für dich. Oh. Und dann sind wir aufgestanden und sind quasi so den Weg wieder zurückgegangen. Und dann sind wir quasi in diesen Berg reingelaufen. What the fuck? Nee. Mhm. Höhle, Grotte? Eine Höhle. Ich? Schon sehr nah. Falls es das ist, was ihr wissen möchtet. Ja. War das euer erster Kuss? Die gehen so davon aus, dass sie sich auf diesem Date geküsst haben, ne? War gar kein Kuss. Hab euch nicht geküsst? Nee. Ich bin auf jeden Fall erleichtert, dass kein Kuss gefallen ist. Oder vielleicht wollte Kimi auch nicht küssen, weil er ganz hart an mich gedacht hat während des Days. Welchen Kuss? Ich habe ihn schon mal geküsst, ja. Das habe ich nicht, hab ich nicht gesagt. Aber ich sage euch nicht wann. So, wir hören jetzt auf zu fragen. Aber heute ist kein Kuss gefallen. Maurice will so nichts mehr hören. Stop it! No, no. Warum hat er so einen Stellenwert? Und andere nicht. Weil er einfach ursympathisch ist. Also ich finde Arne wirklich toll. Ich glaube, es ist das Ruhige, Mysteriöse, was Kim gerne entpackt, weil der so eine kleine Wühlmaus ist. Ich kann das auch verstehen. Also ich muss Jan da recht geben. Ich glaube, Arne ist einfach, der ist attraktiv, der ist sympathisch, der ist so angenehm, ne? Also so stelle ich mir das vor. Nicht aufdringlich, der weiß so, was er will, Fokus auf sich selbst. Ja, ich finde, das ist auch mit der Einzige, der den Fokus so krass auf sich selber lässt. Also die anderen sind ja schon so, wie auch viele im Datingverhalten. Wenn man jemanden so ein bisschen toll findet, dann denkt man sich, oh, fuck, wie findet er mich? Wie findet die Person mich? Und dann ist man natürlich sehr fokussiert auf die andere Person und gar nicht mehr so selbst auf einen selbst. Und das ist eigentlich ein Fehler, den wir oft machen. Weil eigentlich müssen wir den Fokus bei uns behalten. Das Erste, was man sich beim Date fragen sollte, ist nicht, wie fand der andere das, sondern wie fand ich das? Kann ich mir das vorstellen? Und diese Perspektive fährt Arne einfach von Anfang an. Und ich glaube, das macht ihn sehr attraktiv für den Prinzen. Mein Gefühlschaos in den letzten Tagen war dieses, wie kann ich es am besten schaffen, dass es eventuell klappen könnte, die Gefühle aufzubauen für Kim. Und jetzt weiß ich halt, wie es weitergeht. Indem es nicht weitergeht. Mein Entschluss, heute zu gehen, steht fest, weil ich einfach diese Gefühle für Kim nicht aufbauen kann. Ja, und er hatte es ja schon angekündigt und Arne ist, glaube ich, auch jemand, der zieht es dann durch. Also der steht dann zu seinem Wort und er sagt es Maurice schon so ein bisschen durch die Blume. Na, du, ich wollte dir das schenken. Ich habe da zwei von, ich habe gedacht, als Erinnerung oder so. Wer weiß, was heute passiert, wer geht oder so. Jetzt suche ich noch nach dem richtigen Moment, um es den Jungs zu sagen und auch Kim, dass ich heute nach Hause gehe. Ich möchte auch nicht, dass die Stimmung kippt, dass alle traurig sind. Und ja, ich muss das irgendwie richtig in einen schönen Moment verpacken vielleicht. Und für die heutige Gentleman Hour hat der Prinz was Besonderes vor. Effi Brief. Lieber Thomas, Maurice, Kevin, Jan, Robin, Max, Arne, Manfred und Bon. Ihr seid die letzten 9 von anfangs 18 Männern. Doch nicht nur auf der Reise bei Prince Charming seid ihr schon weit gekommen, sondern auch vor allem auf der Reise zu euch selbst. Für jeden von uns war der Weg, hier jetzt stellvertretend für alle homosexuellen Männer und Frauen zu stehen, nicht immer leicht. Stellt euch nun einmal vor, ihr könntet mit eurem heutigen Stolz auf ein früheres, unsicheres Ich treffen. Was würdet ihr euch selbst mit auf den Weg geben? Oh, welche Sorgen, Ängste oder Zweifel würdet ihr euch nehmen? Und welchen Mut und Zuspruch euch schenken. Nein. Bitte nehmt euch einen Zettel und schreibt darauf, was ihr euch selbst sagen wollen würdet und legt es dann in eine der Schachteln. Wer möchte, darf seine Nachricht gerne zur Happy Hour in der Gruppe vorlesen. Ich habe so die leise Vorahnung, dass es heute noch jetzt gleich sehr emotional wird. Mache es gerne, weil es easy dann auch zu verarbeiten. Ich kann es halt an Vater denken, ganze Zeit. Ob ich das auch schaffe, so laut vorzulesen, weiß ich noch nicht, aber ich versuche es auf jeden Fall. Und Max denkt sich, okay, das ist der perfekte Zeitpunkt, um mich
in die Drag Queen zu verwandeln? Für mich ist einfach eine Möglichkeit, komplett ich selbst zu sein, mich so, wie ich will, auszudrücken und am Ende Menschen zu zeigen, Geschlechterrollen sind vielleicht nicht ganz so in Stein gemeißelt, wie es auf den ersten Blick scheint. Übrigens ist es eine All-White-Party, das heißt, alle sind weiß angezogen, also nicht wundern gleich. Oh, wir warten doch schon. Ich flipp aus. Holla, sieht schon richtig, richtig gut aus. Ich präsentiere es. Alter Verwalter, Max, siehst du gut aus. Jetzt bin ich doch neidisch. Das tolle Karikaturbild. Da hat sich jeder gefragt, wo ist denn das eigentlich jetzt? Danke, dass das mitgebracht hat. Danke, Kim. Zauberhaftes Geschäft. Ja, gleichfalls. Ich darf gerne meine Perücke mal für eine zukünftige Occasion aus. Ich habe auch verschiedene davon. Bist du nicht immer rot? Eigentlich bin ich blond, aber ich dachte, du hast ja blonde, lange Haare. Und ich dachte, wir wollen uns auch nicht twinnen. Okay, gut. Ja. Wahnsinnig. Thomas dachte sich dann, ich lieg echt hinten dran. Und jetzt muss ich mal was machen. Ich habe so einen krassen inneren Schweinehund. Und heute dachte ich mir so, fuck, ich mache das heute. Schweinehund ist gone. Natürlich war ich mega nervös. Du meintest ja, dass du Typen magst, die wissen, was sie wollen. Richtig. Und dass sie auch nehmen, was sie wollen. Richtig. Ja? Ja. Das ist hot, 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 Leute. Okay. Okay. Der Kuss war so schön. Bist du jetzt verlegen? Ein bisschen. Coronis, sag ich dazu nur, Coronis. Hat sich genommen, was er möchte. Und das war ein Kuss, der sehr stürmisch war. Ich bin ein bisschen neidisch auf seinen Mut. Ein bisschen, ja. Okay, und scheinbar gibt es Ärger im Paradies. Beziehungsweise in unserer Männertruppe. Sie verknallt. Ja, aber so richtig. Oh, ja. Also ganz ehrlich, entweder hat Maurice vor 4 Tagen beschlossen, dass er uns alle kacke findet und deswegen nicht mehr mit uns redet. Oder die haben gebumst und hat sich dabei super doll verknallt und redet deswegen nicht mehr mit uns. Das, was du gerade sagst, wird stimmen. Dass er sich aber krass verknallt. Ja, aber es ist was im Busch. Das fühle ich. Ich weiß nicht, wie lange ich noch warte. 1-2 Tage? Wenn ich bis dahin nicht irgendwie in der engeren Wahl bin oder nicht weiß, woran ich bin, dann fahre ich nach Hause. Das ist auch voll verständlich, finde ich, weil irgendwann reißt einem auch der Geduldsfaden und jeder hat ja auch eine andere Geduldskapazität und ich hätte auf alle Fälle auch keinen hohe. Nein. Ich warte auf jeden Fall, ne? Erstmal anstoßen. Dass Kevin immer wieder sagt, hallo, ich bin auch noch da. Er macht das ja irgendwie auf eine charmante Art und Weise. Und irgendwie kann ich ihm da auch überhaupt nicht böse sein. Hallo. Ja, hallöchen. Kann ich dir hallo sagen, wie ich es gerne gemacht hätte? Ich glaube, ich habe auch nicht so viel Zeit. Es tut mir leid, ich habe eben... Sollen wir uns kurz hinsetzen? Mhm. Okay, ich muss es jetzt ungefiltert raushauen und nicht viel nachdenken. Krass, wie kleine Teenies. Ich merke es so ein bisschen Tag für Tag, dass ich das vermisse, was wir hatten. Und ich eigentlich so gerne meine Koffer packen würde und mich in ein Taxi zu dir setzen würde. Mhm. Und ich weiß, dass ich für dich hier bin. Und nach unserem Date weiß ich das ganz besonders. Okay. Das war so alles. Das war schön. Also Maurice ist krass verknallt in den Prinzen. Die anderen haben es ja auch schon gesagt. Ich selber bin noch ein bisschen kritisch. Bin gespannt, was die nächsten Folgen passiert. Aber ich bin noch nicht so 100% dabei. Ich sehe mittlerweile Thomas sehr an der Seite vom Prinzen, wenn er jetzt so ein bisschen aufholt. Bei Arne ist der Drops, glaube ich, gelutscht. Und bei Jan müsste jetzt mal wieder was kommen, so langsam. Aber tatsächlich finde ich auch in dieser Staffel bei dem Prinzen, dass man den ganz, ganz schlecht einschätzen kann. Also der macht immer Sachen, würde ich nie mit rechnen. Und ich denke jedes Mal, okay, gut, ich kann es gar nicht einschätzen, was er macht. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen jetzt die Taschentücher rausholen. Alle haben ja diesen Brief geschrieben und jetzt geht's los. Es ist ja nun wirklich so, dass ich glaube, wir alle eine Reise hinter uns haben, die uns auch sehr geprägt hat. Und ohne diese Ereignisse wären wir auf jeden Fall nicht das, was wir heute auch sind. Und insofern würde es mich freuen, wenn ihr alle eure Geschichte mit uns teilt. Ich fange an. Hallo Kim. Es wird nicht immer ganz einfach im Leben sein und du wirst dich oft genug fragen, wofür oder warum du etwas machen musst.
In dir steckt viel mehr, als du denkst. Mit der Zeit wirst du merken, dass dein Körper sich weiterentwickeln wird. Der lange, schlaksige Junge wird dann Geschichte sein. Du wirst deinen Weg gehen, in jeglicher Art und Weise, wie du es dir nur vorstellen kannst. Sei mutig, sei stark. Kim. Liebster Bonn, ich weiß, du machst gerade eine schwere Zeit durch. Du denkst, du passt nirgends rein. Sorry. Du denkst, du passt nirgends rein und zweifelst an dir. Bitte hör auf, dir zu wünschen, nie wieder aufzuwachen. Denn das Leben hat so viel Schönes zu bieten. Nicht du musst dich ändern, sondern die Gesellschaft. Du bist toll, so wie du bist. Hör nie auf zu lächeln, denn das steht dir sehr gut. I love you. Das ist so krass, dass er sich da so öffnet. Ich, boah, hier richtig Gänsehaut habe ich. Seht ihr das? Schön, dass es dich gibt. Danke. Dass Bonn über diese düsteren Gedanken gesprochen hat, fand ich augenöffnend, muss man halt auch einfach mal so sagen, weil es vielen Menschen so geht. Und um dann auch wiederum zu zeigen, dass andere Menschen vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollten mit dem, was sie sagen und was sie denken. Man sieht so richtig, wie alle das so fühlen in dieser Runde. Und wie krass das einfach ist, dass unsere Gesellschaft aufgrund der Sexualität Menschen verurteilt und kaputt macht. Und das haben die ja nicht verdient. Das ist, die können, also es ist, die werden so geboren. So, das ist nichts Abnormales. So. Lieber Max, du wirst es im Leben nicht immer leicht haben. Es wird immer Menschen geben, die dir sagen, dass du nicht gut genug bist, nicht maskulin genug, nicht sportlich genug. Du wirst immer das Gefühl haben, dass du immer ein Außenseiter bleiben wirst. Es wird dich treffen und in wirklich dunkle Momente stoßen. Aber nimm diese Momente an, denn sie werden dich stärker machen. Ich bin stolz auf dich und ich danke dir, dass du trotz allem durchgehalten hast. Denn nur deswegen kann ich heute auch hier stehen und ein Vorbild sein für andere kleine Maxe da draußen. Ich hab dich lieb. Es ist einfach wahnsinnig krass zu sehen, wie einfach man einen Mensch zerstören kann, ohne zu wissen, was er eigentlich alles schon durchgemacht hat. Und das macht die alle in der Runde zu unglaublich starken Persönlichkeiten, finde ich. Weil wenn du durch so eine Scheiße durchgehen musst, dann entwickelst du natürlich auch Charakterstärke im idealen Fall. Und das sehe ich hier voll. Und das ist stark einfach. Es ist richtig stark, dass sie das teilen. Einem damaligen Ich zu viel mit auf den Weg geben würde, dann wäre ich heute nicht so, wie ich bin. Deswegen ist meins jetzt ein bisschen weniger emotional vielleicht. Lieber Robin, es ist nicht immer alles einfach, aber mach dir eins bewusst, es wird besser. Hey Thomas, ich weiß, dass deine Kindheit nicht die leichteste sein wird und da du davon deinem Vater nicht akzeptiert wirst. Aber du bist nicht allein. Deine Oma wird deine Kreativität fördern und deine Mama und deine Schwester werden dir den besten Halt geben. Moin Jan. Ich melde mich aus der Zukunft, in der wir rattenscharf aussehen. Ich liebe Jan immer noch. Immer noch. Du wärst positiv überrascht, wenn du dich jetzt sehen könntest. Vergiss nie, dass du ein wertvoller Mensch bist. Ich hab dich lieb. Die sind einfach alle süß. Und jetzt kommen wir, last but not least, zu Manfred. Lieber Manfred, das Wort, ich hab dich lieb, und einfach mal jemanden in den Arm nehmen, ist einfach so schön. Oder jemand sagt, ich liebe dich. Nutze die Zeit mit deinem Vater. Er wird nicht immer da sein für dich. Halte deine Freunde besser bei dir. Kämpfe für die wenigen Freunde, die du hast. Die lieben dich, wie du bist. Wenn es dir schlecht geht, greif zum Hörer und ruf jemanden an. Kümmere dich um deine Tante, die liebst du so alleine. Denn sie freut sich immer, wenn du mittags für ihr einkaufen fährst. Zeig mir Gefühle und lass die Tränen raus. Dankeschön. Und da merkt man, finde ich auch, dass Manfred einfach eine ehrliche Haut ist. Das ist irgendwie ganz besonders. Ich weiß auch nicht. Der Manfred. Mensch. Oh, wow. Lieber Kevin, wer hätte gedacht, dass Hass und Liebe so nah beisammen sind? Und vor allem, dass man meistens mit Hass konfrontiert wird.
Aber wenn du mal zurückdenkst, weißt du, dass es die Liebe war, die dich aufgefangen hat. Du weißt, dass alles in deinem Leben einen Sinn hat, aber Liebe hat den größten Sinn. Traut euch, zu euch zu stehen. Traut euch, euer Leben zu leben. Und für die Menschen, die es nicht in Ordnung ist, wie ihr euer Leben lebt, die haben in eurem Leben auch nichts zu suchen. Und jetzt kommen wir zu Arne. Es war der emotionalste Moment in meinem Leben. Und es tut mir leid. Ich habe einfach aufgeschrieben, was ich, bevor ich hierher gekommen bin, gefühlt habe. Und was ich jetzt weiß, dass ich immer auf mein Herz hören soll. Dies ist alles nicht etwas, was ich nicht mehr nur nicht zulassen sollte, sondern auch, was ich hier gelernt habe durch euch. Und ich habe hier Gefühle entwickelt. Ich habe Gefühle aufgebaut. Aber leider nicht für dich, Kim. Und wenn ich auch vorerst nicht mit meinem Prinzen nach Hause gehe, dann aber mindestens mit zwei Händen voller Freunde. Die fest in meinem Herzen sind. Und dazu gehörst auch du, Kim. Und jetzt möchte ich mich von euch verabschieden. Hat er keinen Brief an sein jüngeres Ich geschrieben, sondern er hat einfach in diesem Brief noch verfasst, dass er jetzt gehen wird. Und ich war erst so, wieso macht er das so vor allen? Ich meine, er gibt jetzt quasi Kim einen Korb vor allen, so ohne dass er darauf vorbereitet war. Aber er hat ja vorhin gemeint, er will das in einen schönen Moment verpacken und vielleicht war das die Intention. Ich glaube, für Kim war es nicht so geil. Aber ja, ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Aber ich glaube, also wenn ich das fände ich so ein bisschen doof, dass der mir das nicht unter vier Augen sagt, sondern so vor allen. Aber okay. Gemerkt hat, dass er sich nicht verliebt hat und somit freiwillig gehen möchte, ist schade. Danke für alles, Kim. Okay. Danke dir. Ich habe in dem Laufe der Tage doch ein paar Gefühle entwickelt, ja. Aber leider nicht für Kim, sondern für Felix. Also am liebsten würde ich Felix sofort kontaktieren. Gleich. Einfach zu gucken, auch was er von der Sache hält. So, und ich möchte euch das natürlich jetzt auch nicht vorenthalten. Ich habe nämlich mal gespickt auf Instagram und die beiden haben sich wirklich getroffen, Leute. Es gibt ein kleines Happy End jetzt hier schon für uns, ja? Felix und Arne. Ha? Wer hätte das gedacht, Leute? Ich bin ein bisschen glücklicher drüber. Mein Job übernehmen. Ich bin für heute raus. Ich hätte kein Problem damit. So, last but not least kommen wir zur Entscheidung. Und eine Person muss neben Arne noch das Haus verlassen. Heute die Krawatte leider abnehmen. Und heute ist es auch kein Scherz. Okay. Es tut mir wirklich leid. Das ist okay. Das ist okay. Alles gut. Alles gut. Schade, dass Kevin gehen muss. Er hat so viel für Unterhaltung gesorgt in diesem Haus. Ich werde ihn tatsächlich sehr vermissen. Und am Anfang war ich mir gar nicht so sicher, aber I will miss him. Und nächste Woche, Leute, wird es natürlich noch spannender, denn es wird immer enger und der Konkurrenzkampf größer. Ich glaube, dass jeder für jeden eine direkte Konkurrenz ist. Das sind Menschen, die alle vielleicht oder auch nicht für die Liebe hier sind. Hier spielt jemand vielleicht nicht ganz so richtig. Diese Lüge sitzt hier zwischen uns. Ich habe gestern mit ihm geknutscht. Kim knutscht mit ihm rum, außer mit Nia. Irgendwas fängt da an zu kribbeln. Hat er mir auch noch den Kopf verdreht. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Maurice ist schon verliebt. Thomas hat jetzt den Prinzen auch noch geküsst. Was ist eigentlich mit Jan und dem Prinzen? Und wer wird das nächste Einzeldate kriegen? All das nächste Woche. Vergesst nicht, den Kanal hier zu abonnieren. Hier gibt es ein weiteres Video und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss, Leute.